Locked and Loaded, herzlich willkommen, hier ist wieder euer Teddygun und wir sind wieder im Land der Oros unterwegs. Das heißt, wir spielen Far Cry Primal und wir sollen jetzt ein bisschen Grünblätter finden für Seiler, um sie zu heilen, um ihre Wunde zu behandeln. Und das Ganze geht natürlich auch hier wieder mit dem schönen Jagd... Wie hieß das? Jagdblick, ne? Jagdblick hieß das, glaube ich. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir jetzt schnell rennen dürfen oder nicht. So, tagsüber können wir natürlich gerne wieder mit dem Pfeil und Bogen arbeiten. Dann können wir ja selber wieder sehen, wo es hingeht. Da brauchen wir keine brennende Keule. Okay, hier müssen wir runter, oder wie sieht's aus? Ach so, ich brauche den Kletterhaken erst. Na toll. Komm, die holen wir uns jetzt mal. So ein bisschen Essen ist immer gut. Kopfschuss. Und nicht getroffen. Ziegehäuten. Sehr gut. Fell, Haut. Kein Fleisch. Schade. Naja gut, man kann ja nicht immer Fleisch kriegen, ne? Wäre zwar schön, aber wir wollen ja mal nicht meckern. Bin mal gespannt, was uns hier noch erwartet in den Wäldern. Die schnellsten Tiere sind es ja nicht gerade. Da. Oh oh. Nee, gut. Was ist für Geräusche? Das hört sich echt schon merkwürdig an. Moment. Irgendwo ist ein Mensch. Ich höre Menschen. Ja, wieder Schilf. Ich hätte doch hier deutlich Menschen, ey. Udam, Fleischfresser. Aber wo? Ich hab's noch nicht gesehen. Ach scheiße, hier vor mir. Alter. Ja, okay. Hinter der grünen Pflanze offensichtlich. Der Gegenstand immer voll. Ja, toll. Das ist echt hilfreich. Rotblatt. Einer lecker. Den hat's aber echt erwischt. Ha! Wie habe ich den jetzt erwischt so schnell? Das war jetzt mehr Glück. Rothund. Okay. Da ist noch einer. Ja, man kann ja auch hier ganz einfach Tiere zähmen. Aber ich glaube, noch können wir das nicht, weil wir es noch nicht gelernt haben. Denn das kommt jetzt in den nächsten Missionen auch dazu. Das war natürlich kein Grünblatt. Da ist schon wieder so ein Mensch-Typ. So ein Udam. Ein Fleischfresser, Entschuldigung. Also ein Kannibale. Schleichen wir uns jetzt gleich mal ein bisschen an. Ah.
Gut, den haben wir. Ja, Kopf nicht hängen lassen und so, weißt du? Ja, lecker. Wir brauchen noch zwei weitere... Okay. Eine weitere Grünpflanze. Achso, das Gebiet schon ausgereizt hier. Da hinten. Gut, nicht gesehen. Und hier ist auch fast alles grün, ne? Von daher... Als ob sich die Pflanze gerade gedreht hätte. So, und wieder zurück zu... Wie hieß er jetzt? Syla. Genau. Ich habe das Gefühl, das geht nicht so einfach. Wieder Hinweg. Okay. Noch ist alles ruhig. Frage ist, wie lange noch? Okay, irgendwas hat uns gesehen. Gehen wir mal ein bisschen versteckter hier ran. Wo ist hier was? Da ganz hinten. Da war was. Aber wo? Und was vor allen Dingen? Wieder irgendwelche Udam? Oder ein Säbelzahntiger? Es scheint so, als wären hier wieder irgendwelche Udam zugange. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da hinten. Einen haben wir. Das ist der andere. Jawohl. Haben wir. Da ist noch einer. Ja. Wow. Alle drei. Naja, mit einem Schuss nicht unbedingt, aber... Immerhin erlegt. Die ersten beiden waren ja relativ gut eigentlich. Schön versteckt. Den letzten... Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich drei sind. Muss ich ehrlich sagen. Mit zwei hätte ich gerechnet. Boah, sieht auch wieder hier sehr schön aus. Boah. Also Far Cry ist schon sehr schön. Immer. Die Landschaften sind immer das Beste eigentlich fast an dem Spiel. Syla. Shaja Tani Chlauta. Chlauata. Tani. Dubu. Walina Maiska. Yeah.
Ja, immer gerne doch. Udam. Salwa tija. Uan. Winja waida. Tuhai padas shwan. Okay. Wird gemacht, Kollegin. Saila. Masi sha shautan waida takar. Wir müssen Dorfbewohner sammeln. Für unser Dorf. Zwei haben wir schon. Tiefe Wunden abgeschlossen. Nanu? Ach, hier haben wir jetzt endlich mal die Karte. Gut. Geheimer Ort. Ja, das war diese Türme, die ich da jetzt nicht entdeckt habe, beziehungsweise nicht weiter untersucht habe. So, Nakuti-Leuchtfeuer. Was haben wir da? Tensei, der Schamane. Also die nächste Mission ist hier oben. Oder halt, ich mache hier was. Also dein Dorf. Schnellreise. Okay. Kann ich hier natürlich noch nicht machen. Dann gucken wir uns mal die Karte an. Man kann das nicht gut erkennen. Leider. Wie groß das Ganze ist. Aber hier sieht man so ein bisschen. Da, wo so leicht grün verschneit ist, ist auf jeden Fall noch Karte. Das gehört hier auch noch dazu, denke ich mal. Also klein ist die Karte auf keinen Fall. Sie ist bestimmt nicht so groß wie die von Far Cry 4 oder 3, aber sie hat es bestimmt schon in sich. So. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann mal die ersten Missionen an und den ersten Ort, den wir entdecken können. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns übermorgen in der nächsten Folge. Far Cry Primal. Bis dahin. Schönen Tag und ciao.